Schönen guten Morgen erstmal. Morgens ist irgendwie nicht so ganz meine Uhrzeit, aber jetzt gucken wir mal, wie das alles wird. Ansonsten, ich habe jetzt nach dem Init die Ehre, ein bisschen was zu Linux-Container im High-Performance-Computing zu erzählen. Untertitel ist formal zur Singularität und weiter. Und ich habe vor 4, 5 Jahren schon mal irgendwie einen Talk zu Container und HPC gemacht und das ist jetzt im Prinzip so der erweiterte Update-Vortrag, da hat sich in den 5 Jahren ziemlich viel getan. Was das alles ist, werde ich jetzt gleich irgendwie erzählen. Noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Holger Gantico. Ich habe an der einzigen Hochschule mit 2 Wintersemestern im tiefen, tiefen Schwarzwald, namentlich Furtwangen Informatik, studiert. Damals gab es nur so Zeug wie Diplom und bin dann über Praktika und Diplomarbeit irgendwie in Tübingen gelandet und bin da jetzt auch irgendwie seit knapp über 10 Jahren als inzwischen Senior Systems Engineer im HPC-Berechnungsumfeld. Im Bereich Automotive tätig und genau noch kurz zu meinem Brötchengeber ist Designs and Computing AG in Tübingen. Wir waren irgendwann mal so knapp 300 Mann, relativ kuschelig. Seit ein paar Jahren gehören wir jetzt irgendwie zur Atos-Gruppe dazu, dürfen auch unter dieser Brand auftreten. Gänsefüßchen bitte dazu denken und ansonsten, Atos ist schon eine etwas größere Hausnummer, wenn man aus dem 300-Mann-Unternehmen kommt mit irgendwie 125.000 Mitarbeitern in irgendwie 73 Ländern und wie gesagt, also der Bereich von Atos, der auch mit Umlauten kann, setzt sich halt eben mit Kunden aus dem Automotive-Bereich auseinander, auch Life Science und dergleichen und falls wer zufällig irgendwie Jobs mit Umlauten suchen sollte, darf gerne mal in Tübingen bei uns gucken, wir suchen relativ viel Linux-Leute, also eben für diesen CAE, HPC, Linux Themenbereich und ansonsten gerne immer wieder für Praktika und Thesen bewerben oder mich einfach mal anhauen. Und ansonsten bin ich in meiner Freizeit noch irgendwie Teilzeitforscher am Institut für Cloud Computing und IT-Sicherheit in Zusammenarbeit von Furtwang und Plymouth University und setze mich da so mit dem Themenbereich Container und Security irgendwie auseinander. Und das Ganze mit dem Ziel, den Containereinsatz im HPC einfach ein Stück weit sicherer zu machen, beziehungsweise klassische HPC-Umgebung einfach durch Container zu erweitern und auch ein Stück weit abzusichern. Ansonsten, was habe ich heute an Thema mitgebracht? Zuerst gibt es mal so einen kleinen Überblick, warum möchte man in dem Bereich überhaupt Container einsetzen? Was machen die vielleicht an der Stelle besser als virtuelle Maschinen? Dann ein Rundumschlag, was für Container-Runtime gibt es, die in dem Bereich einigermaßen relevant sind. Gibt es 2 große Unterscheiden, einmal so Enterprise versus HPC-Aware und hinterher gibt es eben noch den Überblick, was hat sich so die letzten 5 Jahre quasi getan, wo stehen wir da heutzutage und wie geht es dann vielleicht weiter. Ansonsten, Informatiker fangen ganz gerne bei Null an, deswegen hier nochmal so ein kurzer Recap, falls sich irgendwer in den Vortrag verirrt hat, weil er gesehen hat, irgendwas mit Container. High-Performance-Computing, kurz HPC. Geht es im Prinzip darum, ich habe irgendwie ein wissenschaftliches Problem, möchte das mit möglichst viel Hardware irgendwie erschlagen. Also die Kunden, mit denen ich zu tun habe, die setzen meistens irgendwie auf so Strömungssimulationssachen, auch viel Crash-Tests, Mehrkörpersimulation, finite Elemente-Methode und so weiter. Und Mittel zum Zweck ist im Prinzip sowas hier, möglichst viel Hardware draufschmeißen. Angefangen hat das Ganze mal hier mit so schönen Supercomputern, die man irgendwann dann auch mal irgendwie ins Museum stellen konnte oder nur als Möbelstück wenigstens hinterher verwenden. Mitte der 90er auch durch irgendwie die Möglichkeit, mit Linux als quelloffenem Betriebssystem sich fehlende Funktionalitäten im Vergleich softwareseitig zu so einem Supercomputer nachzurüsten, hat sich das dann Richtung Cluster entwickelt und da sind mal die Herren auf die Idee gekommen, dass es ja eigentlich voll gut wäre, wenn man da etwas günstigere Hardware irgendwie haben könnte als irgendwie so eine schöne Cray. Und hat sich inzwischen alles irgendwie weiterentwickelt. So sieht es in der Regel aus, wenn man noch ein bisschen Budget über hat für ein Cluster, um irgendwie eine schöne Verglasung irgendwie ranzumachen oder in der Top 5 ist und ein schönes Marketingfoto haben will. Sieht es ein bisschen schicker aus als da, aber das ist so die Pragmatikerlösung. Und bei Heise war neulich irgendwie ein Artikel von SUSE, wo irgendwie gemeint hat, hier ist doch hier für IT-Experten viel wichtiger als KI und IoT und dergleichen. Also insofern, HPC-Techniken findet man in relativ vielen Bereichen, nicht jetzt nur zwingend irgendwie Automotive. Und dadurch, dass schon mal so eine gewisse Demokratisierung hin vom Supercomputer, weg vom Supercomputer hin zum Cluster-Computing passiert ist, ist momentan auch relativ spannend, vollends irgendwie in die Cloud zu gehen, quasi so als Beowulf 2.0. Und dafür ist auf jeden Fall Container eine Technologie, wo da letztendlich relevant ist. Insofern schauen wir uns mal an, was in dem Bereich irgendwie an Themen bzw. an Problemstellung relevant ist.
Ja, der Ingenieur sitzt typischerweise, fängt dann mal irgendwie bei seinem Laptop an. Manche gehen dann auf ihre oder haben eine schöne Workstation noch unterm Tisch stehen und wollen dann hin auf irgendwie einen Supercomputer, eine Cluster oder vielleicht auch irgendwie in die Cloud. Und da ist es halt einfach schön, den Programmcode, den man einsetzen möchte, als eine portable Einheit zu haben und sich nicht unbedingt groß Gedanken um das Betriebssystem, auf dem das dann final zum Laufen kommt, irgendwie Gedanken machen zu müssen. Jetzt nicht unbedingt im kommerziellen Umfall das kriegsentscheidende Thema, aber zumindest in Forschungseinrichtungen, User-Provided Applications. Der Anwender, Wissenschaftler, Ingenieur, kommt irgendwie beim Admin an und sagt, ich hätte hier gerne meinen tollen Code, installiere den mal bitte auf dem ganzen Cluster. Auf der Workstation kann man da vielleicht noch drüber reden, aber irgendwie auf ein paar tausend Knoten-System das dann zu deployen, möchten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt haben. Ansonsten kommt noch das ganze Thema dazu, Abhängigkeiten wollen erfüllt sein. Ich habe ein Latency-Problem sehr, sehr häufig im HPC-Umfeld, kommen meistens etwas gut abgehangene Betriebssysteme irgendwie zum Einsatz. Also wir sind bestenfalls irgendwie mit RHEL 7 momentan unterwegs. Ist ja jetzt auch inzwischen nicht mehr ganz das Allerneueste und kommen immer mal wieder so Anfragen. Ich hätte hier diese schöne neue Anwendung gerne installiert, beziehungsweise halt einfach andersrum, dass man halt irgendwie Code von vor irgendwie 15 Jahren irgendwie mitschleppen muss. Oder halt irgendwie 15 unterschiedliche Geschmacksrichtungen von ein und derselben Applikation. Also insofern ganz, ganz großes Thema hier damit umzugehen. Und auch ein schönes Beispiel von xkcd, wie sich bei manchen Anwendern irgendwie so die Python-Installationen irgendwie entwickeln. Und eher für wissenschaftliche Anwender das ganze Thema, ich möchte meinen Code weitergeben, ich möchte mit anderen Instituten zusammenarbeiten. Und Beispiel kurz aus dem Umfeld, von Kollegen aus Tübingen, die machen Genomic Sequencing und haben das Problem, dass sie halt nicht nur eine Applikation quasi haben, sondern komplexe Pipelines, die halt miteinander verschachtelt sind und das dann halt irgendwie weiterzugeben, war irgendwie wohl ziemlich schmerzhaft früher und in der Regel irgendwie in seitenlangen Anleitungen geendet, die dann damit geendet haben von wegen und danach fasst das System nicht mehr an, kein Update mehr. Und einfach dadurch, dass halt irgendwie ein Teil der Installation aus dem Betriebssystem kam, ein Teil selbst kompiliert, ein Teil dann irgendwie über PIP rein und so weiter. Und da eine Möglichkeit haben, quasi das komplette Environment mit allen Abhängigkeiten weiterzugeben, ist halt großartig. Und die setzen da in dem Umfeld ganz, ganz stark auf Container. Genau, und ansonsten, das Thema Reproduzierbarkeit, gut klar, Kernel endet sich letztendlich auch, aber wenn man halt zumindest mal die Möglichkeit hat, für eine Berechnung den kompletten Software-Stack im Prinzip eingefroren zu haben, ist das auf jeden Fall eine nette Lösung. Und ansonsten, wie können hier jetzt Container irgendwie helfen, beziehungsweise was machen die besser? Großteil lässt sich letztendlich auch mit virtuellen Maschinen erschlagen. Aber wenn es mir letztendlich darum geht, dass ich einfach nur meine Applikation hier oben verteilen möchte und dann sehe, dass ich halt den kompletten Gastbetriebssystem-Stack irgendwie mitschleppen muss und pro Applikation, die ich betreiben möchte, in so einer Umgebung dann im Prinzip auch den kompletten Kernel irgendwie mitschleppen möchte, ist bei virtuellen Maschinen dann meistens irgendwie etwas unschöner und ist halt dann Container mit ein Kernel, der quasi pro Host läuft, irgendwie weitaus angenehmer. Und so Zeug wie, ich habe irgendwie einen Linux-Host und ich möchte eine Windows-Applikation drauflaufen haben, hat man im HPC-Umfeld eigentlich relativ wenig. Dazu kommt dann im HPC-Umfeld der Aspekt, dass die Performance ziemlich nah am Blech ist. Wen es im Detail interessiert, es gibt dieses IBM-Paper vom Feldner, was das irgendwie, glaube ich, 2014, 2015 mal irgendwie verglichen hat, mit dem Fazit, dass halt alles, was irgendwie I/O-intensiv ist, in Containern deutlich besser aufgehoben ist als in virtuellen Maschinen. Hat sich alles verbessert, wird sich auch noch alles weiter verbessern, aber zu dem Zeitpunkt war das halt letztendlich das große Fazit und der Performance-Overhead ist einfach an der Stelle geringer. Ansonsten so Sachen wie, dass ich irgendwie Images mit Layern haben kann, Software, die aufeinander quasi aufbaut und ich dann so Kram machen kann, wie dass ich hier mir mein optimales Environment irgendwie zusammenklicke. Also ich kann ausprobieren, ich habe eine Applikation, ich habe aber diverse andere Komponenten involviert, irgendwie unterschiedliche MPI-Versionen, ich habe einen unterschiedlichen Compiler, mit dem ich es übersetzen kann und ich habe final dann drunten irgendwie einen Linux-Flavor drunter und unter Verwendung von halt entsprechenden CI/CD-Pipelines kann ich mir halt die diversen Konfigurationen generieren lassen und dann halt einfach mal durchprobieren, wie jetzt denn meine Applikation letztendlich am besten
funktioniert. Also da ist es ein durchaus spannender Einsatzzweck. Ansonsten fassen wir zusammen, Container sind keine magischen virtuellen Maschinen, sondern einfach was anderes und können in manchen Bereichen attraktiver sein. Ansonsten ist das Ganze jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, der neueste Scheiß, der irgendwie die letzten 3 Jahre irgendwie rauskam, sondern das basiert alles irgendwie weitestgehend auf gut abgehangenen Basistechnologien. Angefangen hat das Ganze mit hier Betriebssystem oder OS-Level-Virtualisierung. Wenn man mal von jenseits von Change Root mit den frühen Unix-Systemen weggeht, irgendwie um die 2000 mit Rails unter BSD. Unter Linux kam dann 2002 dann die Namespaces dazu, 2006 kamen dann noch weitere dazu. Und so als erster Ansatz auf dem basieren kam dann irgendwie OpenVZ um die Ecke. Unter Solaris gab es dann parallel noch irgendwie die Zones. Weitere Kernkomponente für Container unter Linux waren dann eben die C-Groups, die gibt es seit 2006. Also auch schon alles relativ gut abgehangene Basistechnologien. Darauf aufbauen kann dann 2008 LXC um die Ecke. Und ab 2013 kam dann halt Docker und hat quasi so den Container-Hype letztendlich gestartet. 2 Jahre später dann noch irgendwie CoreOS Rocket irgendwie um die Ecke und inzwischen müsste man noch zig andere hier aufführen, aber so einfach, um mal kurz die Geschichte angerissen zu haben. Ja, ansonsten, warum habe ich hier noch die Hypervisor, worauf ich letztendlich raus will? KVM ist auch erst von 2006, also sprich, die Basistechnologien C-Groups und Namespaces, die letztendlich Container ausmachen, sind letztendlich ähnlich alt und ähnlich gut abgehangen an der Stelle, würde ich sagen. Ansonsten, die HPC-Container-Runtimes, also Runtimes, die wirklich irgendwie für HPC optimiert sind, sind ab 2015 um die Ecke gekommen, auf die gehe ich später noch ein, aber man hat halt in dem Bereich irgendwie festgestellt, dass irgendwie Docker jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra in der Umgebung ist. Genau, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, Container sind keine grundsätzlich neue Technologie, sondern basieren auf relativ gut abgehangener Technologie, die bereits im Linux-Kernel drin ist. So als Beweis, das ist aus einem Vortrag vom, wie heißt er denn? Von Petersoni ist es, glaube ich, von Docker, einer der Kernentwickler bei denen. Hat quasi mal für einen Vortrag so mal geschaut, was denn, wenn er jetzt auf Kernel.org geht und in den Sourcen rumsucht und man nach LXC sucht, findet er genau 0 Treffer. Wenn er nach Container sucht, findet er irgendwie 1000 Treffer. Bei genauerer Analyse stellt man fest, also es geht nicht um die Linux-Container, sondern um irgendwelche Datenstrukturen für zum Beispiel ACPI-Container. Und Martin, ist so. Und ansonsten halt, wenn es dann Referenzen auf unsere Container gab, dann bezieht sich das letztendlich einfach nur in der Dokumentation. Insofern, wie gesagt, Container im Prinzip Namespaces plus C-Groups. Namespaces sorgen dafür, um einen isolierten Betrieb zu gewährleisten. Das heißt, ich kann zum Beispiel über den PID-Namespace sicherstellen, dass ein Prozess innerhalb oder der diesen anderen PID-Namespace nutzt, dass der halt nicht die ganzen Prozesse, die auf dem Host laufen, sehen. Das Gleiche gibt es noch für NetIPC, Mount, UTS, User und seit neuestem auch noch irgendwie C-Groups. Und das ist im Prinzip das, was den isolierten Betrieb gewährleistet. Und zusätzlich kommen noch als, für die Ressourcen-Usage-Limitierung kommen eben noch die C-Groups dazu. Kann ich zum Beispiel sagen, hier, du darfst nicht alle CPU-Cycles nutzen, sondern nur einen Anteil davon. Und das Ganze noch für weitere Controller. Ja, ganz, ganz wichtig, nicht alle Containers sind letztendlich gleich. Also gerade wenn man so die Enterprise-Lösung mit den HPC-Lösungen vergleicht, dann läuft dann alles irgendwie schön unter dem Container-Sticker, aber wenn man sich das dann anschaut, dann ist es teilweise doch eine aufgebohrte Change-Root-Umgebung letztendlich und das nur nochmal so vorab als Warnung und im Image-Format gibt es da teilweise auch große Unterschiede. So, was gibt es denn jetzt für Runtimes? Ich unterscheide das im Prinzip in 2 große Bereiche, einmal die Enterprise-Runtimes. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt einfach auf einen Enterprise-Markt adressiert sind, wo es darum geht, dass ich auf einem Host möglichst viele kleine Container irgendwie laufen habe. Hier Shiploads of Container, also kann man sich wirklich schön bildlich wie irgendwie so ein Containerschiff vorstellen. Szenario eher Microservices, HPC in dem Umfeld und HPC ist einfach nicht der typische Use Case für die Enterprise-Container. Im HPC habe ich eher den Use Case, dass ich halt einen Container pro Host habe, eine Workload pro Host
und nicht möglichst viel. Und in der Regel möchte ich auch darüber hinaus meine Workload auf mehrere Hosts verteilen. Weiterer Schwerpunkt der Enterprise Runtimes ist halt, dass man so viel Isolation zwischen Container und dem Host und den anderen Container bereitstellen kann, wie irgendwie möglich ist. Das heißt, ich habe Namespaces überall, ich möchte zusätzliche Linux-Security-Features einsetzen, SecCom, dass ich bestimmte System-Calls freischalte oder entsprechende blockiere. Ich möchte Mandatory Access Control haben, SE Linux, AppArmor und. Ein weiterer Punkt läuft am besten auf allen aktuellen Distributionen, weil aktueller Kernel, weil aktuelle Namespace-Unterstützung und so weiter. Das wird dann im HPC-Umfeld teilweise auch etwas schwierig. Ansonsten bieten die alle in der Regel OCI-Kompatibilität. Also OCI ist die Open Container Initiative. Die hat irgendwie eine Handvoll Standards quasi rausgebracht, um das Ganze einfach relativ stark interoperabel zu machen und hat sehr, sehr breit zur Standardisierung einfach beigetragen. Ansonsten kann ich teilweise so Features wie Creo nutzen, dass ich irgendwie im User-Space irgendwie Live-Migration mache und dann noch das ganze Orchestration-Thema, was jetzt hier für HPC jetzt nicht unbedingt so relevant ist. Ansonsten, der Platzhirsch im Enterprise-Markt nach wie vor größtenteils zumindest Docker. Docker hat die größte Memes-Verbreitung in dem Umfeld und ist ansonsten auch so der große Platzhirsch, beziehungsweise haben ein gesundes Selbstverständnis ihrerseits. Ansonsten, was ist Docker? Das hängt von der Zeit ab. Also irgendwann war es mal nur diese kleine Container-Engine. Irgendwann haben sie dann gemerkt, ey, das ist ja voll cool, die Leute interessieren sich dafür, wir nennen einfach die komplette Firma danach und inzwischen ist so der Docker-Begriff auf ihre komplette Plattform übergeschwappt, was sie da anbieten. Insofern ist so ihre defensive Selbstverständnis, dass sie die world-leading Software-Container-Plattform letztendlich werden. Was sind so die Hauptattribute? Also über Docker und die einzelnen Runtimes könnte man größtenteils irgendwie jeweils einen separaten Vortrag halten. Ich habe es versucht, irgendwie so ein bisschen zusammenfassend irgendwie hinzukriegen. Also im Prinzip, sie zeichnen sich dadurch aus, dass ein komplettes Ökosystem um Container rumbieten. Es gibt Enterprise Support, das lässt sich mit irgendwie LDAP und Co. irgendwie integrieren und dergleichen. Im HPC-Umfeld ist die Installation der Docker-Runtimes eher überschaubar. Das Hauptargument dafür, Privilege Escalation, einfach dadurch, wenn der User direkten Zugriff auf die Kommandozeile hat, irgendwelche Devices reingeben kann, Volumes reingeben kann und so weiter. Dazu kommt der ganze Punkt mit irgendwie den HPC-Besonderheiten, also dass wir sowas wie MPI als Passing-Schnittstelle haben für Nachrichtenaustausch zwischen den einzelnen Prozessen. Dann kommt irgendwie noch der ganze Scheduling-Aspekt dazu und wenn ich das irgendwie sauber haben möchte, will ich idealerweise meinen Container-Privilege starten. Möchte ich unter Security-Aspekt nicht unbedingt haben, weil es dann einfach sehr, sehr einfach ist, für einen Anwender sich deutlich höhere Rechte zu verschaffen, als er sonst auf dem System hätte. Ansonsten, dadurch kam in dem Umfeld relativ schnell irgendwie so eine Anti-Docker-Haltung letztendlich auf, aber was man zugutehalten muss, es ist nicht mehr der Monolith, wie es irgendwann in den Anfangstagen mal war, aber so momentan der Relationship-Status zwischen Docker und HPC ist eher so complicated. Wie gesagt, also hat den ganzen Container-Hype angefangen, die ganzen Wissenschaftler sind angekommen, haben gemeint, wir hätten gerne jetzt Docker auf dem Cluster und warum ist es nicht mehr der Monolith? Also es hat irgendwie ab der Version 1.11 die Umstellung von diesem großen Paket sozusagen auf viele kleine, ersetzbare und austauschbare sowie standardisierte Bauteile irgendwie stattgefunden. Also wir haben jetzt RunC und Container-D und das Nette ist gerade, Container-D ist inzwischen so die Execution-Engine für eine Vielzahl von Container-Environments. Der Umbau ist so, der End-User merkt nichts davon, er sitzt immer noch hier oben, kann hier mit dem Command-Line-Interface sprechen, das konnektiert an die Docker-Engine, die steuert hier Container-D und Container-D ist letztendlich das, was dann unter Verwendung von RunC letztendlich den Container startet. Das Coole daran ist, ich kann zum Beispiel Container-D neu starten, ohne dass mir meine Container wegbrechen. Ich kann irgendwie sagen, statt RunC möchte ich eine andere Execution-Engine haben und macht das Ganze etwas flexibler. Und genau, Container-D, wie gesagt, der Daemon, um irgendwie RunC irgendwie zu kontrollieren, ist inzwischen auch bei der Cloud Native Computing Foundation
Ist aber auch nicht das Tool, was man dem End-User an die Hand geben möchte, sondern das ist die Komponente, die man halt in andere Orchestrierung, Lösungen und so weiter irgendwie halt einbindet, um damit zu interagieren. Run-C, das ist im Prinzip letztendlich das, was dafür sorgt, dass der Container gestartet wird. Das nutzt die lib-Container für die ganzen Isolationsgeschichten und so weiter. Aber genau, ist nicht wirklich End-User-friendly. Was momentan auch spannend ist, sind so die letzten Züge der Arbeit dran, dass man irgendwie das Run-C und Container-D Rootless-Container unterstützen, das heißt ohne irgendwie eine Privilege-Escalation. Was sehr, sehr spannend ist, seit 2015 gibt es eben diese OCI, hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten, und eben Run-C ist quasi so die Referenzimplementierung für diese Container-Runtime. Das heißt, die kann einerseits sehr, sehr einfach ersetzt werden und kann aber auch andererseits in anderen Runtimes oder in anderen Environments eingesetzt werden. Ansonsten, ich habe hier immer noch weiterführende Links, wen irgendwas im Detail interessiert, das zieht sich wie so ein roter Faden letztendlich durch, einfach weil das hier jetzt nur ein Überblick letztendlich sein soll. Und ansonsten ja, eine Alternative ist inzwischen auch so ein bisschen tot. Rocket war mal phasenweise ziemlich spannend vor dem Hintergrund oder vor dem Aufschrei irgendwie, Docker wäre fundamentally flawed, weil der CEO meinte von wegen, Docker war mal so eine kleine süße Runtime und inzwischen halt eben diese komplette Plattform, dieses komplette Environment. Wir machen dann mal was Eigenes, was aber dann wirklich nur irgendwie mit Fokus auf eben diese Runtime ist und nicht irgendwie eine komplette, ein komplettes Environment. 1.0 gibt es seit 2016. Das Blöde ist ein bisschen dran. Die letzte Release war, wenn ich es richtig gesehen habe, im April 2018. Also inzwischen nicht ausentwickelt, sondern zu Ende entwickelt oder keine Ahnung, wie ich sagen soll. Sticker sagt Secure by Default. Also Ansatz ist, sie haben Deemless-Ansatz, was relativ spannend ist. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Isolationsstufen zu wählen. Das nennt sich irgendwie Stage 1 Flavor. Das Einfachste ist, ich mache hier so ein Fly Stage 1 Flavor, dann habe ich im Prinzip einfach nur ein Change Root in mein Environment rein. Unter Sicherheitsaspekten jetzt nicht unbedingt das Beste. Alternativ System wie Nspawn. Dann habe ich im Prinzip C-Groups, Namespaces als Isolationsmechanismus oder ich sage, ich will noch mehr. Dann lasse ich mir eine KVM VM außenrum geben. Insofern unterstützen sie Docker und sehr, sehr Linux-orientiert, einfach durch das Prozessmodell deutlich näher an irgendwie Linux dran, direkt als irgendwie was Docker da getrieben hat. Und im HPC-Umfeld hat sich Rocket irgendwie nie wirklich groß Aufmerksamkeit irgendwie generiert. Ich weiß, es gab irgendwie ein Paper mit irgendwie drei Benchmarks oder sowas, aber das war es dann eigentlich auch, hat nie wirklich groß mehr eingesetzt. Inzwischen ist es auch ein Stück weit, ich glaube ein Jahr ist das jetzt her, die CoreOS-Übernahme durch Red Hat, im Prinzip tot. Das ist jetzt hier von August 2018, da ging es dann irgendwie schon los. Aktueller Status von, wann ist es? Ende Mai war, dass es drei Unpatched CVEs gibt, die irgendwie zur Rechteausweitung irgendwie genutzt werden können. Also wer noch irgendwie Rocket einsetzt, sollte sich da irgendwie so eine Exit-Strategie mal so langsam überlegen. Ansonsten, kommt auch noch. Ansonsten LXC habe ich deshalb drin, weil es einfach einen relativ interessanten Alternativansatz hat. Docker hat ja so den Fokus, ich habe eine Applikation, die ich in meinem Container laufen haben möchte und nicht irgendwie zig Services und soll sich auch nicht anfühlen wie eine VM, sondern im Prinzip wirklich halt nur diese Applikation verpackt. Und LXC kommt aus der anderen Stoßrichtung. Sie sagen halt im Prinzip, sie möchten sowas haben, was sich für den Enduser anfühlt wie eine VM, ohne dass es halt den Overhead von VMs mitbringt. Das heißt, sie bringen Container, die im Prinzip fast alles können, was VMs irgendwie können. Ich kann in diese Dinge rein SSH'en ohne großen Aufwand. Weitere Services starten und so weiter. Und das war so deren Stoßrichtung. Gibt es jetzt auch, wie gesagt, seit 2008. Die Entwicklung wird aktuell von Ubuntu getrieben. So Zeug wie irgendwie User Namespaces Support haben sie deutlich vor Docker letztendlich gehabt. Wird aber einfach im Vergleich zu, ich mache mal kurz einen Docker-Pull, dann habt ihr mein Image einfach als komplizierter angesehen und hat sich aus dem Grund im HPC-Umfeld auch nicht so wirklich, oder nicht zumindest auf so breiter Masse durchgesetzt,
wie es die Alternativen irgendwie gemacht haben. Und wie gesagt, also Fokus ist eher die Containerisierung von einem kompletten Betriebssystem versus ich habe eine Applikation, die ich containerisieren möchte. Genau, und LXD überspringen wir mal, das ist quasi der Hypervisor. Weiteres, was es gibt, ist irgendwie Creo. Ja, einfachste Beschreibung, eine leichtgewichtige Alternative für die Docker-Engine, wenn es letztendlich darum geht, das mit Kubernetes zu verheiraten. Hintergrund der Entwicklung ist, dass Kubernetes irgendwann mal beschlossen hat, da so eine Abstraktion für die verschiedenen unterstützten Runtimes, irgendwie Container, die Docker Legacy, Rocket, Fracty und so weiter brauchen und haben dafür diese Container Runtime Interface Abstraktion eingeführt und das ist im Prinzip das, was das für Run-C implementiert. Und ansonsten kann auch irgendwie Docker-Container, aber im Prinzip ist es kein Tool, was man irgendwie so dem End-User im HPC-Umfeld an die Hand geben möchte, sondern dient halt dazu da, um irgendwie über Kubernetes entsprechend Container dann zu orchestrieren. Was eher ein bisschen spannend ist, ist Podman in der, in der Umgebung. Da ist auch irgendwie Red Hat irgendwie ziemlich stark dran. Und ansonsten Vergleiche ist im Prinzip, Podman ist für Creo was das Docker-Command-Line-Interface-Tool, also das, mit dem der User interagieren würde, für die Docker-Engine ist. Und ja, hat auch eine sehr ähnliche Syntax. Also im Prinzip, man kann hergehen und die Migration von Docker auf Podman durchführen, indem man einfach ein Alias Docker gleich Podman definiert. Das Schöne ist, merken Anwender dann teilweise noch nicht mal und also sprich, so die Standard-Lifecycle-Geschichten, irgendwie Pull, Run, Exec habe ich darüber erschlagen. Klar, wer Docker Swarm einsetzt oder Container-Update-Funktionalität, die halt nur Docker-only sind, damit werde ich in dem Umfeld dann nicht glücklich. Es gibt auch ein paar neue Kommandos, die irgendwie Podman-only sind, also sie können irgendwie so Extended Health-Checks jenseits von, oh, mein Container läuft, sondern der tut auch was Sinnvolles. Ich kann mir vom Host aus mein Container RootFS irgendwie direkt mounten. Es gibt irgendwie ein Tool, um mir irgendwie ein Image Tree anzeigen zu lassen. Und was irgendwie aus Admin-Sicht irgendwie ganz nett ist, sie verfolgen Fork-Exec-Modell, anders als das Client-Server-Modell von Docker. Das heißt, ich habe auch irgendwie kein Root-Daemon irgendwie laufen. Wer sich für Podman irgendwie interessiert, es gibt ein, oder speziell für Podman interessiert, bei Heise Developer gibt es einen Valentin, das ist ein Entwickler aus dem Umfeld, beziehungsweise macht auch mit den ganzen anderen neueren Red Hat-Container-Technologien irgendwie rum. Ein Übersichtsartikel, beziehungsweise eine Artikelserie, glaube aus inzwischen 3 Artikeln bei Heise Developer, also sehr, 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 sehr empfehlenswert in dem Umfeld als weiterführende Literatur. Und nett an Podman ist es, dass sie halt im Prinzip nicht komplett alles nochmal neu machen, sondern sich halt durch ihre Schwesterprojekte, irgendwie Builder, Creo, Scopio, orientieren, beziehungsweise halt einfach irgendwie Code recyceln. Ansonsten im Container native Support für Systemd ist halt spannend, wenn ich irgendwie mehrere Services irgendwie laufen haben möchte. Es gibt für die Windows- und macOS-Anwender gibt es zumindest eine Möglichkeit, über Warlink, also so eine Remote-API, zu integrieren und ansonsten durch das Fork-Exec-Modell Unterstützung für Rootless Container. Das heißt, unter Sicherheitsaspekten durchaus interessanter für viele Sachen, als jetzt irgendwie Docker einzusetzen. Ansonsten, ja, Podman HPC ist neu, ist aber sehr interessant. Ich habe mich noch mit dem Adrian Rebe von OpenHPC unterhalten und so das gemeinsame Fazit war, also im Vergleich zu Singularity und Co. fehlt Podman eigentlich nicht mehr wirklich viel, um eine interessante Alternative im HPC-Umfeld zu sein. Ansonsten Container Runtimes für besondere Anforderungen. Sorry, mir hat es leider die Slides irgendwie verschoben, als ich von PowerPoint irgendwie auf OpenOffice bin. Im PDF ist es schön. Was es noch gibt, ist irgendwie gVisor, das können wir ziemlich kurz machen. Das ist im Prinzip auf Basis von dieser OCI-Implementierung eine kompatible Runtime von Google mit dem besonderen Feature. Das ist im Prinzip sowas wie User Mode Linux ist. Fefe hat das ziemlich schön zusammengefasst. Ich zitiere jetzt einfach mal: Das ist von der Idee her sowas wie User Mode Linux. Ein Kernel in Wirklichkeit ein User Space Prozess ist, der andere Prozesse, in diesem Fall Docker Container, laufen lässt und den System Calls emuliert. Also nicht durchreicht, sondern nachbaut. Im User Space, in Go. Wenig überraschend verlieren sie wenig Worte über die Features und keine Worte über die Performance-Einbußen.
Dazu noch irgendwie das ganze Thema, warum man ihrem Go-Code mehr vertrauen sollte als irgendwie im Linux-Kernel und so weiter. Also aus Performance-Gründen, HPC-Umfeld, nee, eher nicht so. Ansonsten Scone, wer irgendwie Intel SGX irgendwie Hardware hat und irgendwie eine Secure-Enclave nutzen möchte, grundsätzlich, ja, von der Idee her fände ich das jetzt spannend, wenn ich zum Beispiel einen großen Cluster habe und auch da Fremdarbeitskräfte drauf haben möchte und dann sowas irgendwie nutzen möchte. Aber ansonsten, Problem, Jesse Frizzell von ehemals Docker, inzwischen irgendwo bei Google gelandet, meine ich, hat das mal schön zusammengefasst. Anything the PASO system calls in and out super fast will be super slow with this. Also auch nicht so wirklich die HPC-Lösung. Ansonsten, ach so, genau, was ich noch sagen wollte, unter Security-Aspekten mit Spectre und Co. ist es inzwischen auch relativ broken. Zwischenfrage? Ja. Ich würde wetten, die haben in absehbarer Zeit, wenn sie nicht schon was haben, irgendwie was Eigenes. Frage wiederholen, ob das irgendwie Intel-only ist. Also Intel SGX ist Intel-only. Ich, keine Ahnung, AMD hat da bestimmt auch was Eigenes. Aber wir haben seit irgendwie, wir haben momentan zum ersten Mal beim Kunden seit irgendwie Größenordnung 10 Jahre neue AMD-Systeme. Ich freue mich drauf. Yay, insofern bin ich nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, was irgendwie in dem Umfeld irgendwie AMD jetzt alles kann. Ansonsten Vollständigkeit halber noch die Kata-Containers. Als weiterführendes Material vom Udo gibt es einen ziemlich coolen Artikel bei der AX. Und Gedanke ist im Prinzip Technologie aus dem Intel Clear Container Project und irgendwie dem Hypervisor Run V zu kombinieren und im Prinzip ja leichtwichtige virtuelle Maschinen zu schaffen, die sich wie Container verhalten. Aber alles mit Hypervisor im HPC-Umfeld möchte man nicht unbedingt haben, deswegen auch eher so nicht unbedingt die Optimallösung. Wie gesagt, war es einfach nur der Vollständigkeit halber, um nochmal so ein und Umschlag über die Container-Runtimes zu geben. Ansonsten HPC-fokussiert, was gibt es da? Da ist so der Platz, erstmal die gemeinsamen Eigenschaften. Deren Ziel ist im Prinzip, einen Container auf einem Host laufen zu lassen, weil HPC-Anwendungen typischerweise einfach die Host-Ressourcen komplett ausfüllen können, beziehungsweise idealerweise über mehrere Hosts, also irgendwie ein Job, der sich über irgendwie ein Dutzend oder mehr Systeme verteilt, ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Nachteil daran ist, für die Container-Runtimes ist Enterprise nicht der typische Use Case. Also die sind dann halt auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, ganz, ganz, ganz viele kleine Container auf einem Host zu starten. Und ansonsten ist die Stoßrichtung, was die Isolation angeht, andersrum. Das heißt, man möchte eigentlich nur so wenig Isolation anbieten, wie letztendlich nötig ist. Also Gedanke ist, man sagt, ich vertraue den Usern im HPC-Umfeld so weit, dass ich irgendwie manchmal irgendwie mehrere User parallel irgendwie auf ein System drauf lasse. Idealerweise können sich die User auch gleich noch auf der Compute-Ressource anwenden und so weiter. Also die ganze Isolation, die stört eigentlich nur, kostet im Zweifelsfall alles Performance. Wollen wir nicht deswegen eher dann so einen Change-Root-Ansatz als Namespaces. Wenn man wissen will, wie denn jetzt die Isolation ist, einfach mal ein ls-lapproc self ns einmal auf dem Host und Container machen und die IDs miteinander vergleichen. Und machen tut man das letztendlich nicht jetzt nur wegen dieser Vertrauensfrage, sondern eben auch, um möglichst eine durchlässige Sicht aus dem Container auf den Host irgendwie rauszulassen. Gedanke ist einfach, ich möchte auf meinen Shared Storage irgendwie zugreifen. Ich möchte auf ein InfiniBand zugreifen und je weniger Isolation ich da habe, macht das halt einfach einfacher. Ja, ansonsten manchmal werden da noch nicht mal irgendwie C-Groups verwendet, weil man sagt, das ist ein Scheduling-Feature, also der Workload-Manager würde ja dann vielleicht irgendwie C-Groups anmachen, dann kann er das hier jetzt auch machen. Größtenteils setzen sie auf den Docker-Image-Build-Prozess beziehungsweise können OCI-kompatible Images weiterer Nachteil durch diese Speziallösung, die Runtimes sind in der sind häufig nicht OCI-kompatibel. Ich hatte vorhin erzählt, dass das ja eigentlich cool ist mit diesen Layered Images. Zum Starten wollen hier aber die meisten Lösungen irgendwie ein großes Squash-FS-Paket letztendlich haben. Hintergrund ist der, man hat sehr häufig irgendwie ein Laster-File-System oder sonst was, also was halt über mehrere
ja, über mehrere Object Storages verteilt ist. Ich habe meinen Metadaten-Server und im Prinzip für jeden Image-Layer müsste ich dann Lookups irgendwie machen auf dem Metadaten-Server. Ist performancemäßig nicht so cool, deswegen ist es einfach halt einfach ein großes Blob da irgendwie rumzuliegen zu haben. Ganz großer Pferdefuß meiner Meinung nach ist die ganzen Container-Runtimes fürs HPC. Haben im Prinzip weniger Contributors, andererseits aber auch weniger Lines of Code und bieten dafür halt entsprechend Unterstützung für HPC-Features. So der Platz ist oder das Docker des HPC-Umfelds ist momentan Singularity. Ist am Lawrence Berkeley National Laboratory entstanden, unter Greg Kürzer, kennt man auch ein bisschen aus dem CentOS-Projekt. Und so seine Heldengeschichte oder seine Legende war letztendlich, dass bei ihm da ordentlich Anwender aufgeschlagen sind. Gesagt, ich will Bocker auf dem Cluster. Und dann gesagt, nö, ist nicht. Anwender immer wieder da standen und es dann halt mit Threads und Bribes irgendwie noch probiert haben. Und dann gemeint, okay, ich schreibe jetzt mal selber was. Und was braucht denn eigentlich? Okay, ihr braucht die Features. Okay, haben wir dann fertig. Inzwischen ist das irgendwie auch ein relativ großes Startup, was irgendwie kommerziellen Support irgendwie dazu bietet. Es gibt dann irgendwie halt für die Pro-User noch eine kommerzielle Version. Und im HPC-Umfeld ist das letztendlich das, was man irgendwie relativ häufig irgendwie antrifft. Es gibt auch einen Image-Hub, einen Hub dazu. Und die Design-Goals, deswegen, also wer so aus der Cloud- und Fancy-Enterprise-Ecke irgendwie kommt und sieht dann Singularity, wird sich erstmal wundern, warum manche Entscheidungen getroffen wurden. Support für Production, Distributions und Kernel, also eher so entwickelt mit Ziel, wir haben da noch ganz viel RHEL 6, auf dem wir Computing machen. Das heißt, die ganzen Sachen, die irgendwie User-Namespaces können, sind raus, weil Kernel, der das kann, ist dann erst irgendwie ab RHEL 7 drin. Ich möchte, um das einzusetzen, meine Architektur und meine ganzen Workflows um Computing rum nicht verändern und so Sachen wie, ich möchte User Credentials beibehalten. Also sprich, wenn ich Root im Container sein möchte, muss ich erstmal Root auf dem Host sein. Ansonsten bin ich halt nur der User, der ich auf dem Host bin. Und ansonsten möglichst Blurry Container Host Separation. Also einfach dadurch, dass ich an die ganzen Ressourcen reinkomme. Ansonsten eigenes Image-Format, eigener Bauprozess, das überspringen wir jetzt hier mal. Und als Privilege Escalation Methode haben sie sich ein Set-UID Binary überlegt. Sorry, ist so. habe ich mir auch nicht überlegt, warum dem so ist. Gibt es weiterführende Literatur dazu. Also Problem ist halt einfach, du musst halt irgendwie diesen Wechsel irgendwie halt machen, beziehungsweise halt das Ding gestartet bekommen und so weiter. Und genau, und so über den Ansatz können sie halt einfach relativ viel mit dem Host letztendlich sharen, was man halt einfach im Enterprise-Markt auch nicht unbedingt haben möchte. Ansonsten, wie gesagt, ein eigenes Image-Format. Mit 3.0 hat sich das wieder geändert. Also im Prinzip immer, wenn es ein neues Image-Format gibt, zählen sie die Major-Release hoch. Genau, was wollte ich jetzt gerade noch hier an der Stelle erzählen? Genau, Martin, da kannst du in Ruhe alles nachlesen, welche Optionen es gibt. Also einfach, dass du irgendwie das nur für einen Root-User letztendlich zulässt, dass du irgendwie einen Root-Prozess hast. Set-UID, du kannst User-Namespaces nehmen, du kannst irgendwas über Capability machen und da haben sie erklärt, warum sie das so machen, wie. Also inzwischen unterstützen sie auch den Ansatz über die User-Namespaces. Das Problem ist halt, wenn du diese Features möchtest, dass du halt quasi deinen kompletten Host irgendwie drunter siehst, wird dann halt mit User-Namespaces deutlich schwerer, als wenn du über Set-UID gehst. Ansonsten zumindest der Zweier-Code-Zweig ist von SUSE irgendwie mal durchauditiert worden, war damals ganz gut. Weil ja Go so toll ist in dem Umfeld, haben sie jetzt alles nochmal in Go neu geschrieben und insofern der Audit ist irgendwie wohl pending, beziehungsweise also wird gerade nochmal dran gearbeitet. Ansonsten, wie gesagt, adressieren sie einen Enterprise-Computing-Markt, sind dran, irgendwie sich stärker mit Kubernetes irgendwie zu integrieren, haben das Konzept der Data-Containers irgendwie reingebracht. Also ich habe ein Immutable Base-Image und ich habe persistente Overlays irgendwie drüber, mit dem Hintergedanken, dass ich halt die einzelnen Image-Bereiche individuell checksummen kann und hinterher dann auch verifizieren kann. Network Namespace, also ein Hintergedanke ist, ich habe irgendwelche Forschungsergebnisse, ich gebe meine Rohdaten raus, ich gebe die Applikation raus.
Das wird halt einfach durch diese Data-Containers hier begünstigt. Ansonsten Network-Namespaces-Support haben sie jetzt mal reingebracht, Zgroup-Support haben sie reingebracht und das war jetzt bei der Version 3.0. Aktuell ist die 3.2, die 3.3 ist irgendwie gerade in der Mache und weiterführendes Material, also es gibt irgendwie ein Paper, es gibt eine Webseite mit inzwischen relativ guter Dokumentation und wer da wirklich mal reinschnuppern möchte, von Greg gibt es vom Intel HPC Developer Conference-Ding irgendwie ein Workshop mit einem riesengroßen Berg an Folien. Ansonsten, ja, Stichwort Change Root, wir sind bei Shifter, wurde am NRSC entwickelt, irgendwie 2015 rausgebracht und Fokus ist irgendwie die großen Cray-User, also das NRSC in Amiland, CSCS an der ETH Zürich, ja, fällt in die Kategorie weniger häufig entwickelt, also die aktuelle Version ist vom April 2018. Deren Ansatz sieht so aus, einfach um das mal irgendwie nochmal gezeigt zu haben, man nimmt irgendwie Docker Hub Image, macht dann Tarball draus oder empackt den ganzen Image Tree, legt den auf dem Shared FS ab, macht da dann Loop Device davon und macht dann am Schluss final ein Change Root rein. Vorteil ist, ich habe meine ganzen User Credentials und so weiter wie auf dem Host, aber ich habe trotzdem sowas wie Images benutzt. Also Gedanke war, ja, warum er das so gemacht hat, sie fanden die Idee von Container super gut, aber haben halt einfach die Idee von einer Container-Runtime ziemlich blöd gefunden. Und das war halt so der Ansatz. Dadurch, dass sie das halt so machen können, so halt gut mit CUDA, MPI, Integration mit den Workload-Managern und so weiter, aber ich habe halt zusätzlich noch, wenn ich ein Image bereitstellen möchte, halt den typischen Docker-Image-Build-Prozess. Und was so die Verbreitung angeht, also Fokus ist da ganz klar auf Cray-System. Da sieht man übrigens diese schönen Frontblenden, die ich meinte, wenn man noch Geld irgendwie über hat, wenn man ein Cluster gekauft hat. Und ansonsten, das ist deren Stoßrichtung, gibt es auch weiterführende Literatur und genau, auch noch so, wir machen auch mal noch unsere eigene Runtime, weil ist so irgendwie hip, ist Charlie Cloud. Das ist hier bei den Los Alamos Jungs irgendwie entstanden, die uns auch schon die Atombombe gebracht haben, haben auch gedacht, wir bringen uns noch, euch noch Charlie Cloud. Gibt es seit 2015, 2017 ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Was cool dran ist, sind irgendwie nur grob 800 Zeilen Code. Also als Referenz irgendwie selbst ein Rocket hat irgendwie 52.000 Zeilen. Aktuelle Version ist vom Mai 2019. Die verwenden die User Namespaces, um die Container quasi bereitzustellen, können auch Docker-Images, müssen aber auch wieder umgepackt werden und so weiter, gibt es entsprechende Kommandos dazu, brauchen deswegen aber halt auch ein RHEL 7, also hat man zwar meistens im HPC-Umfeld inzwischen, aber nicht unbedingt zwingend. Ja, HPC-Verbreitung, ja, aber nicht so unglaublich viel, wie man es jetzt unbedingt erwarten würde. Ich hatte selber noch nicht in den Fingern, also weiterführende Literatur gibt es jetzt endlich da, einmal den Foliensatz, von Michael Jennings und noch irgendwie ein Paper irgendwie von Elisa 2017 dazu. Und ja, die Lösung UDocker finde ich jetzt aus Anwendersicht relativ spannend, weil bietet mir die Möglichkeit, dass ich im Prinzip die komplette Installation als End-User durchführe. Ich brauche keinerlei Administrator-Privileges einerseits, um die Runtime zu installieren, andererseits, um irgendwie ja, die Container zu starten. Entstanden ist das Ganze aus dem Indigo Data Cloud EU-Projekt, gibt es seit 2016. Aktuelle Version ist auch schon von November 2018. Und die machen im Prinzip die Isolation dadurch, oder Isolation durch P-Root, Fake Change Root und inzwischen wohl auch irgendwie noch Run-C und Singularity. Die letzten beiden habe ich nicht ausprobiert. Aber es ist halt total cool, weil ich mir als Anwender, wenn ich irgendwie eine Applikation, die halt auf einem RHEL-System laufen soll, ich brauche aber ein Ubuntu, damit das tut, mir halt einfach mein entsprechendes Image ziehen kann und das halt an den Start bekommen kann, ohne dass ich irgendwie jemals mit dem Admin telefonieren muss. Bieten auch eine eigene oder eine Docker-ähnliche, ein Docker-ähnliches Interface und was, noch 15 Minuten, da kann ich ja noch ganz gemütlich erzählen. Das wollte ich jetzt gerade sagen, genau, also Key Feature durch einen End-User deploybar und irgendwie auch einsetzbar und halt starker HPC-Fokus.
Und das ist im Prinzip ein Installer, den man mal geschwind durchläuft und der primär irgendwie in Python als Dependency draufschmeißt. Wenn ich das Ganze mit einem Queuing-System kombinieren möchte, brauche ich irgendwie Bitdocker zur Integration, aber so wirklich durchgesetzt hat sich das auch nicht. Also ist halt ein Forschungsprojekt und ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie es damit weitergeht, wenn dann irgendwie mal dieses Forschungsprojekt ausgelaufen ist. Klar, ist alles Open Source, aber fällt eher unter die Kategorie der kleineren Vertreter. Kommen wir gleich aber noch dazu. Ansonsten aus der Ecke, wir bauen uns unsere eigene Container-Engine, ist Sarus, haben momentan noch kein eigenes tolles Logo, sind aber auch noch irgendwie ganz knapp vor der Version 1.0.0 und sind am CSCS, wir erinnern uns, das waren die, die auch Shifter einsetzen, entstanden. Das ist das Schweizer Nationale Supercomputing Center, ist unter der BSD-License. Ist mit einer Vielzahl von OCI-Standards kompatibel, also einmal die Distribution Specification, das heißt, auch Sie können Docker-Images irgendwie von der Registry irgendwie runterpullen, solange die dem Standard genügt, unterstützen das OCI-Image-Format, das heißt, ich kann dann auch mit den entsprechenden Images, die ich vielleicht bei einer anderen Runtime irgendwie einsetzen möchte, andrücken und setzen auf die Runtime-Specification von OCI, das heißt, also als Container-Executor setzen Sie auf RunC. Auch die fokussieren sich einfach vor dem Hintergrund, dass es von hier dem Supercomputing Center kommt, auf HPC, das heißt, können entsprechende Komponenten über OCI-Hooks unterstützen, haben wohl auch Features drin, um irgendwie mit Diskless Nodes umgehen zu können und eben halt parallelen Dateisystemen sowie halt Workload Managern. Und auch hier wieder eine Docker-ähnliche Syntax, dass sich der User möglichst minimal umstellen muss. Installation wird als einfach beworben, also es ist so neu, ich habe es selber noch nicht gesehen. Muss mich da ein bisschen auf die Doku verlassen und setzen halt oder versuchen halt möglichst viel auf Third-Party-Code irgendwie einzusetzen, der schon besser abgehangen ist, als das wir Sie bringen. Ich habe da mal irgendwie auf der ISC im Sommer mal irgendwie einen der Entwickler angehauen, warum sie denn jetzt schon wieder eine eigene Runtime bringen, vor allem wenn sie doch irgendwie nur so halb hier mit Shifter irgendwie im Bett sind und ich habe dann gemeint, also warum denn hier nicht irgendwie Charlie Cloud oder sowas, weil ihr macht dann auch irgendwie mit, im Prinzip bietet ähnliche Features wie aus der Ecke und Charlie Cloud hat dann noch ein paar Features gefehlt, die sind dann irgendwann in der späteren Release dann doch reingekommen und so weiter und aber so, es war einfacher, jetzt was Eigenes zu schreiben, als irgendwie bei den anderen mitzumachen. Also wie es halt oft so ist, aber deswegen gibt es jetzt halt nochmal eine eigene Runtime. Setzen auch wieder auf Squash-FS-Images, um irgendwie Parallel-File-System-friendly zu sein und ansonsten halt Unterstützung für diverse HPC-Eigenheiten und im HPC-Umfeld sieht das eigentlich relativ spannend aus, ist aber einfach zu neu, um irgendwie was sagen zu können. Also es gibt es jetzt kein halbes Jahr und irgendwie die 1.0-Version ist noch nicht draußen. Ansonsten, Doku ist auch eher mau. Aus der GitHub-Seite gibt es einen Foliensatz, beziehungsweise zwei Foliensätze. Das ist der größere der beiden. Es gibt noch kein Paper. Das ist aber momentan in der Mache. Insofern kann durchaus für HPC irgendwie noch final dann irgendwie spannend werden, um irgendwie mal eine Alternative zu Singularity zu haben. Ansonsten, Vergleich. Moment, Martin. Ich hatte eigentlich mal letztes Jahr irgendwie vor, da einen eigenen Vergleich zu machen. Dann sucht man halt rum und guckt sich mal existierende Vergleiche an. Dabei fällt eins auf. Es gibt sehr viele Vergleiche. Jeder, der irgendwie eine Runtime auf den Markt schmeißt, sagt irgendwie, meine ist ja viel, viel besser. Und wir vergleichen das alles mal so, dass das irgendwie schön hinkommt. Das heißt, die Vergleiche sind einfach irgendwie relativ biased. Teilweise sogar ungenau. Einfach vor dem Hintergrund zeige ich auf der nächsten Folie. Teilweise ist halt einfach auch die Feature-Unterstützung sehr, sehr stark versionsabhängig. Denn teilweise wird halt Docker irgendwie noch als der Monolith und nicht hier, wir haben Container-D, wir haben Run-C gesehen, wo sich dann manche Eigenheiten halt einfach anders verhalten. Und ansonsten muss man teilweise auch aufpassen mit der Negation. Ansonsten, warum meine Runtime irgendwie besser ist, ist hier so ein schönes Beispiel aus dem Singularity-Vergleich. Also wer hätte das erwartet, dass hier ist aus dem Singularity-Dokument, das bei Singularity natürlich überall grün dran steht. Teilweise sind die Vergleiche auch einfach irgendwie falsch. Ist so Zeug wie, das war jetzt aus einem neutralen Vergleich, da geht es darum, wir möchten die Images oder den Image-Inhalt vergleichen,
steht bei fast allem irgendwie No dran. Die setzen aber in der Regel auf gleiche Images. Das heißt, wenn ich also irgendwie mit sowas wie Claire irgendwie ein Image-Scan von Docker-Image oder OCI-Image machen kann und kann dieses Image dann auf Shift draufpacken, dann müsste eigentlich an der Stelle ein deutliches Yes stehen oder auch bei UDocker. Tut es aber nicht. Also muss man ziemlich aufpassen. Und da ich mich da dann nicht unbedingt in die Nesseln setzen wollte, da habe ich eher so den zahlengetriebenen Ansatz irgendwie mal gemacht und habe mir halt mal GitHub angeguckt, wie denn da so die Entwicklerstatistiken sind. Das war für die ISC letztes Jahr. Was dabei relativ spannend ist, ist der Vergleich zwischen Docker, also hier vertreten durch RunC versus Singularity. Wenn man sich die Zahl der Contributor anguckt, dann sind halt irgendwie machen bei Docker halt einfach dreimal so viele Leute mit. Was aber ziemlich cool ist, ist Singularity, also was Commits und Releases auf, angeht, haben sie deutlich aufgeholt. Was auch noch interessant ist, wenn man sich die Vorjahreszahlen anguckt, dann ist bei RunC einfach so ein Stück weit ausentwickelt. Also die Entwicklerzahlen sind nicht mehr so stark angestiegen, Commits sind auch eher so deutlich abgeflacht, die Release-Anzahl ist, ja, man macht halt weiter, aber es gibt jetzt nicht mehr gefühlt so viel zu tun. Auf der anderen Seite Singularity, in einem Jahr irgendwie dreimal so viele Releases, doppelt so viele Developers und doppelt so viele Commits. Also insofern, das ist deutlich stärker am Boom, das heißt irgendwie Docker und RunC ist einfach irgendwie stable, Singularity wächst deutlich. Und was man auch ganz klar sagen muss, sowas wie Charlie Cloud, Shifter, UDocker und eben auch Sarus, wenn man sich halt mal anschaut, da machen in der Größenordnung 4 bis 10 Leute irgendwie mit. Muss man sich gut überlegen, ob man das dann irgendwie einsetzen möchte. Ansonsten, da Kunden total auf Kubernetes abfahren und noch kurz eine Folie dazu, also für Mixed Load Works, super spannend für Machine Learning und dem ganzen Kram. Ziemlich interessant, HPC-Anforderungen sind da halt teilweise etwas anders, aber gibt es momentan ziemlich viel Arbeit in dem Umfeld. Singularity ist da stark dran, LSF ist da stark dran, also der IBM Workload Manager. Das Problem ist einfach, ich habe so Sachen wie irgendwie dynamisches Ressourcenskalieren ist halt mit HPC in der Regel nicht. Ich habe einen festen Ressourcenverbrauch. Fehlertoleranz ist auch eher ein bisschen schwierig. Ich habe auch weniger Shortlift Workloads, sondern eher halt das Problem, dass meine Jobs Tage, Wochen oder gar Monate laufen. Ich habe auch nicht irgendwie viele Jobs auf einem Node, sondern einen Job auf N Nodes verteilt und gibt durchaus Szenarien, wo ein User irgendwie direkt darauf zugreifen möchte und so weiter. Und so Aspekte im Enterprise-Umfeld, wenn ich irgendwie UID, Group-ID, Kerberos, Shared-FS Einbindung haben möchte, wird ein bisschen schwierig. Der Scheduler ist weniger expressive als irgendwie HPC-Scheduler. Also sprich, wenn man sich da komplexe Queuing-Sachen überlegt hat, wird es teilweise auch schwierig. Uber hat das mal als nicht unbedingt ideal für Batch-Workloads beschrieben. Das heißt, große Anzahl von Jobs kann auch etwas schwierig werden. Und ansonsten, da ist momentan sehr viel Drive irgendwie drin, das um diese zwei Welten so ein bisschen miteinander zu verheiraten. Also schauen wir mal in 2 Jahren, wie es da weitergeht. Ansonsten, die letzten 5 Jahre, so die Standardfrage war immer am Anfang, war so, wer hat denn schon mal von Linux-Containern gehört? Und inzwischen hat sich das halt einfach dahin entwickelt, dass die meisten eigentlich wissen, was Container-Runtime sind, wie man die ganzen scheduled, was HPC da für Eigenheiten hat und so weiter. Und Container sind einfach für viele Workloads inzwischen in großen Datacentern verbreitet, hat auch neue Möglichkeiten über Uber Cloud für irgendwie cloud-basiertes HPC irgendwie um die Ecke gebracht. Und sonst noch ganz kurz einmal in die Zukunft geguckt. Singularities, Docker für HPC, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, bei Podman entsteht da doch eine gewisse Konkurrenz, auch wenn jetzt HPC nicht unbedingt zwingend der Kernbereich von Red Hat irgendwie ist, aber muss man mal gucken. Aber ich denke mal, ganz falsch liegt man damit nicht, vielleicht nicht unbedingt Dockerized, sondern eher Containerized. Welche Runtimes dann aber final wird, muss man dann letztendlich einfach schauen. Image, das überspringen wir mal, dass man sich auch Gedanken darüber machen sollte, was man dann in seinen Container-Images drin hat. Und insofern, falls Chef am Montag fragt, was ich erzählen haben sollte, also Container für HPC ist cool, kann viele Probleme lösen. Durch diese OCI-Geschichte hat da eine deutliche Standardisierung bzw. Austauschbarkeit stattgefunden. Und Docker ist dieses Feld irgendwie sehr, sehr stark am Vernachlässigen, haben sie einfach aus Erfahrung halt Interesse bzw. auch aus Aussagen raus aus diesem Markt. Und
Wer unbedingt HPC und Kubernetes machen will, ist momentan einfach ein bisschen schwierig. Und ansonsten wäre ich jetzt durch. Ansonsten bin ich heute und morgen da und auch irgendwie über Bratwurst oder Pulled Beef Pork, was auch immer, irgendwie gerne anzuhauen. Und ansonsten Kontaktdaten stehen auch noch im Foliensatz, den gibt es dann hinterher auch. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal für die Aufmerksamkeit und ansonsten gern einfach anhauen. Sonst kann ich einfach auch die Frage nochmal wiederholen, wenn ich dran denke. Ja? Wenn die Isolationsfeatures von den Container-Runtimes nicht so genutzt werden im High-Performance-Computing, warum ist dann sowas wie Snap oder Flatpak nicht interessant, wenn das sozusagen zum Bundeln der Dependencies... Ja, aber unter RHEL 7, Snap, also da ist es deutlich, da, ja, ist aber Tatsache, also wenn ich mir anschaue, wie unsere Systemverteilung ist, wir haben momentan noch eine RHEL 5-Maschine, ich schäme mich dafür. Ansonsten der Großteil ist halt einfach noch auf RHEL 6 und die Neuinstallationen sind zwar alle mit RHEL 7, aber du bist da einfach nicht so Bleeding Edge unterwegs. Also Sachen können durchaus auch interessant sein, aber momentan ist einfach Container für viele einfacher anstatt zu kriegen. Weitere Fragen? Finden Sie, wenn man seinen Nutzern Software zur Verfügung stellt, sollte man die direkt konternisieren oder einfach aufs parallele Filesystem packen? Die Frage ist, was sich anbietet. Also wenn dein User irgendwie alltag mit einer neuen Software ankommt oder sowas und hier mal schnell einen neuen Snapshot oder sonst irgendwas, dann würde ich sagen, User delegieren, wo es halt geht, beziehungsweise was halt die Verträge oder sonst was zulassen. Also im akademischen Umfeld wäre ich da eher entspannt, im Enterprise-Umfeld ja, nicht unbedingt, aber es wird halt teilweise einfach schwierig, wenn es darum geht, du hast irgendwie 20 Versionen der gleichen Applikation und wir haben aus der Historie raus da halt alle möglichen Sachen, irgendwelche Environments und irgendwelche Startup-Skripte, die das alle passend bieten, aber mit Containern kann das durchaus spannend sein. Ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen, es kommt auf die Umgebung an, würde ich sagen, wie groß sie ist und wie viel Aufwand was letztendlich macht. Also wenn das alles irgendwie Software ist, die ich ohne Probleme irgendwie gut verteilen kann. Ja, klar, ohne Schmerz irgendwie auf Container verzichten, aber Container kann halt für solche Umgebungen, wo es schwierig ist, eine Lösung sein. Vielen Dank. Gern geschehen. Weitere Fragen? Noch ganz kurz und danach die letzte Frage. Okay, und zwar, wie ist das mit dem Multi-Architecture-Support? Also teilweise ist es ja so, dass bestimmte High-Performance-Umgebungen noch mit Power laufen, oder? Mhm. Gibt es, ja, haben wir beim Kunden jetzt nicht im Einsatz und der Groß ist irgendwie auf Intel-Architektur, aber Container-Unterstützung gibt es auf anderen Architekturen. Ich kann dir jetzt gerade bloß nicht konkret sagen, wie jetzt Docker auf, keine Ahnung, Power läuft oder also sowas. Also ich weiß, dass Docker und Run-C das supporten. Ich hätte mich halt gefragt, ob Singularity oder sowas das auch können. Okay. Hätte ich jetzt auch erwartet, aber... Ja. Hätten wir noch eine Frage? Wie ist nur der Support für Checkpoint Restart bei diesen HPC-Containerlösungen? Ist das einfach oder? Nö. Kurzantwort ist nö. Also wir haben nach wie vor ziemlich viele Applikationen, also völlig losgelöst von Containern, Applikationen im Einsatz, die nicht mal schaffen, irgendwie so aus sich heraus irgendwie einen Checkpoint Restart irgendwie zu machen, wo dann halt der Job, also selbst wenn man eine Downtime hat und das alles irgendwie geplant ist und halt einen Checkpoint machen kann, wo dann einfach halt der Lauf weg ist. Und insofern, Creo könnte man da, in also diese Checkpoint Restore in User Space könnte man da durchaus irgendwie mal einsetzen, aber haben wir momentan jetzt nicht. Wir haben auch relativ wenig Container-Einsatz. Also langsam fangen die Kunden an, danach zu fragen, aber ist momentan zumindest bei den Enterprise-Kunden im HPC-Umfeld eher noch so, machen wir mal langsam. Okay. Du erwähntest vorhin das Thema Layered Images. Spielt ja das im HPC-Bereich überhaupt eine Rolle und was sagt die Performance dazu? Naja, also, jein. Die meisten setzen ja irgendwie, habe ich ja erzählt, auf ein eigenes großes File sozusagen, einfach weil paralleles Filesystem, Metadaten-Lookups sparen und so weiter.
Aber ich kann ja im Prinzip hergehen und mir mein Image erstmal gelayert zusammenbauen und mir da so schön irgendwie raus generieren, wie ich es irgendwie halt haben möchte, und wird dann halt im nächsten Schritt sozusagen gewandelt. Aber also dass ich halt irgendwie ein Layered Image irgendwie direkt auf eine HPC-Cluster schmeiße, ist eher dann weniger die ist eher die Ausnahme. Gibt es noch eine letzte Frage? Ansonsten einfach draußen Martin? Irgendwie bei Kaffee anhauen. Okay. Martin könnte es dann auch später noch im Hotel klären. Also man kann ja noch im Flur bzw. in den Gängen noch ein bisschen diskutieren. Ja, erstmal vielen Dank. Gern geschehen. Und dann geht es in der Viertelstunde knapp weiter.